Wie aber sah es tatsächlich in Auschwitz aus? Über dem Lagertor waren die Worte zu lesen: Arbeit macht frei. Unsichtbar aber stand geschrieben: Ihr, die ihr hier eingeht, lasst alle Hoffnung fahren. Ich frage Sie nun, ob Sie davon gewusst haben, dass die Leute mit den Lastkraftwagen zu den Gaskammern gefahren? Davon bekam ich keine Kenntnis. Und wie können Sie erklären, dass Ihnen das verheimlicht worden ist? Nachdem Sie das heute alles erst erfahren? Es lag keine Veranlassung vor, da ich mit Schutzhaftlager und Häftlingen nichts zu tun hatte. Das ist ja eine Sache der Vergasung gewesen und die hat mit dem Schutzhaftlager doch wohl kaum etwas zu tun gehabt. Ich habe auch mit Vergasung nichts zu tun, Herr Staatsanwalt. Ich frage, ob Sie es gewusst haben. Nein. Frage nicht, ob Sie etwas damit zu tun hatten. Ich frage, ob Sie es gewusst ich haben. Ich bekam keine Kenntnis davon. Insoweit habe ich es nicht gewusst. Sie wollen also sagen, Sie haben damals, als Sie Adjutant waren, nicht gewusst, dass die Lastkraftwagen eingesetzt wurden, um die zur Vergasung bestimmten zu den Gaskammern zu transportieren? Nein, man fragte mich nicht danach. Sie haben es nicht gewusst, wollen Sie sagen? Nein! Ich habe gesehen, wie er einmal zum Verhör gerufen worden ist. Und ich habe ihn gesehen, wie er zurückgekommen ist. Er war auf die Schaukel gespannt. Und entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so schildere. Seine Geschlechtsteile waren derart geschwollen, blau und grün, als er zurückkam, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können, dass das überhaupt möglich ist. Sie wissen, wie die Schaukel ausgesehen hat. Ich glaube, sie ist Ihnen beschrieben worden schon. Die Spezialität vom Boger hat darin bestanden, dass er eben auf diese Körperteile besonders seine Schläge gerichtet hat. Ich habe den Menschen gesehen, wie er ausgeschaut hat. Und ich habe kennengelernt, das, was offensichtlich die Taktik vom Boger war. Scheinbar hat dieser Mann das nicht gesagt, was er hätte sagen sollen. Er hat ihn 2 oder 3 Tage später wiedergeholt. Hoher Gerichtshof, während der nationalsozialistischen Herrschaft gab es für mich nur den Gesichtspunkt, die gegebenen Befehle des Vorgesetzten ohne Einschränkung auszuführen. Und da habe ich auch das erste Mal gesehen, dass auf einem Bunker, also das war so wie ein Betonplatz, und da sehe ich, dass ein Mann in einer SS-Uniform heraufkriecht auf diesen Bunker und mit einer Gasmaske und hat eine große Büchse in der Hand und öffnet die Büchse und schüttet etwas hinein durch eine Öffnung auf dem Betonkloß. Ja, das hat etwas geöffnet und das hat er hereingeschüttet. Und da war mit mir der Kapo der Leichenhalle, war damals ein tschechischer Arzt, der hatte geheißen Lubomir Bastas. Und ich sage ihm: Lubomir, schau, was er da macht. Was macht er denn da? Und da hat er mir Bastas erklärt, das ist ja der Transport, den ihr in der Nacht aufgeladen habt und jetzt schüttet er Gas herein. Aber sag's keinem, denn das kostet uns das Leben. Eines Tages ein SS-Mann von der politischen Abteilung mir gesagt hat, ich sollte eine Kartei ausziehen, die mit selben Buchstaben anfängt, wie ich hieß. Habe ich zwischen Lebenden gesucht, nicht gefunden, zwischen Überstellten nicht gefunden und vergaßen. Die erste Karteikarte, was ich rausgezogen habe, war die Kartei von meinem Mann. Ich konnte im ersten Moment nicht erfassen, dass es um meinen Mann handelt sich. Da habe ich ihm gesagt, ich habe erfahren, dass ihr habt meinen Mann vergaßt. Da hat er mir gesagt, du brauchst keinen Mann zu haben, du wirst auch vergaßt werden. Los, schnell weitermachen. Bitte, wir haben gewusst, was los ist. Außerdem, er hat gar kein Geheimnis gemacht. Muselmann-Aktion, er hat mir das offen gesagt. Wir haben zu viele Arbeitsunfähige, die müssen weg. Auftrag von Berlin, weg und so weiter. Das ist Auftrag von Berlin? Ja, das war ein Auftrag von Berlin in diesem Falle. Aber ich möchte bei der Gelegenheit, um nicht missverstanden zu werden, jede Selektion, bitte, das war eine große Selektion. Aber es war nicht jede Selektion ein Auftrag von Berlin, sondern es wurden häufig Selektionen so aus eigenem Antrieb, weil man eben der Meinung war, es sind zu viele Muselmänner oder sonst irgendeinen Grund durchgeführt worden. Es muss aufgeräumt werden, ja. Das war häufig. Nun, dann ging das ein Block nach den anderen in die Wäscherei ausziehen und nachts, da ist eine ganze Reihe herumgestanden und dann ist eben gezeigt worden, rechts, links und die einen haben wieder ins Lager einrücken können und die anderen sind dann
eben zusammengepackt worden. Ich glaube, sie sind gleich, mit Lastautos oder ob sie zuerst noch einen Block gekommen sind, das kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern. Sie sind dann vergast worden. Aber das, ich betone nochmals, alle diese Sachen waren kein Geheimnis. Es ist einfach lächerlich, wenn irgendjemand behauptet, dass man das nicht gewusst hat oder dass man darüber nicht gesprochen hat und so weiter.